Und wieder einmal hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Star Wars The Old Republic. Ja, von Star Wars The Old Republic. Wir sind immer noch auf Naschada. Ja, ich weiß, wir sind auch gerade erst angekommen. Geschrieben wurde schon oft. Oder wurde es wurde schon angemahnt. Nicht so viele Nebenquests. Ja, okay. Man kann sich ja eventuell versuchen zurückzuhalten, aber ich kann für nichts garantieren, weil Moment, ich muss mich mal kurz ein bisschen umsetzen, weil ganz einfach, ich möchte wirklich dieses Spiel eigentlich so gut wie möglich von vorne bis hinten durchspielen und da möchte ich auch irgendwie so ungerne irgendwelche Quests auslassen. Ich weiß, seien sie einfach so klein und unwichtig und sonst was und ihr habt das wahrscheinlich auch schon alle gespielt und ihr kennt es wahrscheinlich schon alle, ja, nur ich kenn's halt noch nicht und ich kenn's auch noch nicht von der Seite vom Neben Jedi, weil ich ja schon auf Level 30 aufgehört habe zu spielen, aber ich war da schon auf Alderaan mit meinem anderen Charakter, also ihr versteht schon vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Sagen wir es mal so, ich werde mich versuchen zusammenzureißen, wenn es dann nicht geht, dann geht es nicht. Ja, ich kann dann so schreiben, hey, vielleicht, das wird wahrscheinlich nur eine Nebenquest-Sache werden hier auf Naschada. Vielleicht auch nicht. Werden wir mal sehen, wie es dann jetzt hier weitergeht. No, Grundausrüstungsplan. Was? Abgeschlossen, begib dich in den Zit unter Schlupf. No, dann werden hier garantiert gleich irgendwo Gegner sein, Hein. Doch nicht. Sehr schön. Dann fahren wir hoch. Oder runter. Ebene 2 scheint wohl hoch zu sein, ja. Okay, scheint wohl ein Gefangener zu sein, oder nicht? Jo, ein Gefangener. Das ist schon der zweite Feldagent, der sich nicht mehr meldet. Unser Netzwerk wird angegriffen. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass Agent Galen gefangen genommen wurde. Er verrät dem Feind unsere Schwachstellen. Ruft Alarmstufe Omega für alle Feldagenten aus, wenn ihr euch dann besser fühlt. Mal sehen, wie viele sich melden. Der Jedi, der Wächter 1 ausgeschaltet hat. Ich bin froh, euch hier zu sehen. Ich bin Chief Rikan. Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten. Wir tappen derzeit völlig im Dunkeln. Okay, kein Problem. Ich kann euch behilflich sein. Licht ins Dunkel zu bringen, ist mein Spezialgebiet. Ich sage euch, was ich weiß. Agent Galen kam her, um eine streng geheime Operation zu sichern. Etwas, das selbst vor uns geheim gehalten wurde. Galen verschwand im Nikto-Sektor auf der Suche nach einem Kontakt. Wenigstens hinterließ er eine Spur, der wir folgen können. Was wisst ihr über die Person, die Galen treffen wollte? Laut dem General war es der Agent, der für sein Projekt verantwortlich war. Mehr weiß ich leider auch nicht. Galen hinterließ verschlüsselte Fortschrittsberichte in SID-Geheimfächern im gesamten Nikto-Sektor. Das Gebiet ist jedoch zu gefährlich geworden. Ich musste meine Agenten dort abziehen. Wenn ihr die Berichte wollt, müsst ihr allein dorthin. Na, ein Glück. Ich hatte schon befürchtet, dass es zu einfach würde. Ich habe Alarmstufe Omega ausgerufen. Nur die Hälfte unserer Feldagenten hat geantwortet. Ich sag's euch, wir wurden verraten. Wir müssen das Hauptquartier verlegen, bevor es zu spät ist. Xing Chong Twi'lek hat rechts. Wir müssen das Hauptquartier verlegen, bevor... Das könnte ein Fehler sein, da stimme ich zu. Ihr könnt nirgendwo hin. Nein, das könnte ein Fehler sein. Machen wir einfach mal einen Fehler. Vielleicht will der Feind euch ins Freie treiben, um euch leichter erledigen zu können. Fliehen und neu sammeln ist jedenfalls besser, als auf den Tod zu warten. Eine Evakuierung des Gebäudes kommt überhaupt nicht in Frage. Hier drin sind wir sicher. Und wir haben eine Mission zu erfüllen. Ich habe die Positionen von Agent Galens Geheimfächern markiert. Ladet seine Berichte auf euren Holo herunter und kontaktiert mich. Ich werde sie entschlüsseln. Besorgen wir uns ein paar Antworten. Viel Glück. Ich brauche kein Glück, aber trotzdem, mal so abgesehen davon, er braucht sich gar nicht so eine Platte machen, der Typ hier. Dieser Spezialagent Tander. Weil wir sind immerhin ein Jedi, ja. Ich meine, wenn da Leute kommen, das ist uns doch eigentlich sowas von egal dann. Dann schnetzeln wir die einfach weg und dann ist gut. Ich verstehe nicht, was die dann immer so groß für so Probleme machen. Ich meine, ich bin auch kein Anfänger mehr.
okay vom Spiel manchmal her, vielleicht, ja. Vielleicht. Und außerdem, wir haben Post. Deswegen gucken wir schnell nochmal nach Post. Post. Oh, nicht der schon wieder. Was will der denn immer? Von's Typ. Alter. Diese Nachricht im Kundendienst als Spam melden, schließen. Dankeschön. Das nervt mich auch total. Jedes fucking Mal, wenn man ein, zwei Tage vielleicht gerade nicht online war, sieht man immer wieder diese verkackte Nachricht. Man kann auch da nichts irgendwie wirklich gegen machen, weil die treten immer wieder häufig auf. Die kommen dann immer wieder. Du hast einfach keine Chance. Die machen sich dann oder erstellen sich dann einfach einen neuen Account und dann war's das. So eine Scheiße, wirklich. Ich habe ja letztens live gestreamt, habe da ja Star Wars Battlefront gezockt. Ist schon krass. Also ich habe da mal das erste Mal Lando Calrissian gespielt. Wie gesagt, ich habe nur bis was hatte ich noch? Nee, stimmt, ich hatte nur die ganz normale Edition ohne die ganzen Updates mit Bespin und hast du nicht gesehen und mit von Dingskirchens, ach, wie heißt der noch, von Jabba, genau, Jabba's Palast zum Beispiel hat die auch nicht. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Wir müssen hier wieder, ach, nach der Omen. Ah, perfekt, seht ihr, das meine ich. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen. Und wie gesagt, Jabba's Palast hatte ich nicht. Ich hatte auch, wie gesagt, dieses neue Update, was jetzt, Update sage ich jetzt schon, dieser neue Seasons Pass DLC, was jetzt rauskam mit dem Todesstern, hatte ich auch noch nicht, aber dann habe ich mir überlegt, alles klar, okay, der Todesstern ist draußen, dazu musste er auf jeden Fall den Season Pass holen. War aber schon vor ein paar Wochen. Ups. Und ja, also ich habe es gespielt. Also es macht schon irgendwo Spaß. Aber wenn man so die Leute sieht mit diesen 84 Kills, da denke ich mir dann jedes Mal, ey, nee, der gammelt doch irgendwo in so einer Ecke rum. Oder in irgendeinem Gefährt, sei es ein AT-ST irgendwo mal hin und her und hast du nicht gesehen. Und oh, was sehen wir denn da in der Nebenquest? Die werden wir gepflegt annehmen hier, Freunde. Ja. Und da denke ich mir wirklich manchmal bei 100 Kills, Leute, nein. Echt nicht. Haben noch Tasse Makipuna, Malituta und Mishka. Jaskruni do Pat Kurira, do Kanki Kung. Und da Humpa, Murirava, Fupa, Jipampa Ula. Haben Sie jemanden getötet, der euch nahe stand? Wie at am Bumpa, o Shuda mo Kili mo Kranki. O Grani Tampi o da Pushi Wumpa, Putula Musta. Mistuka mo Goto Parchi Chisa Domba. Rechnen ist nicht gut. Mut habt ihr hier, das muss man euch lassen. Chikospa ini kudar iji gliska chanagawa. Ja. Ich fürchte mich nicht vor dieser Bande. Gebt mir die Lähmer. Chusa yomata chitoya, asubi mota oipa. Umba hupa, chikilia umpasa do biska. Ja, kein Problem. Packen wir auch noch ran. Seht ihr, ist ja nicht so groß hier. Wir müssen nirgendwo runterfahren. EMP-Ladung holen, Sachen anbringen. Lade die G-Blabla runter, blablabla, hol die gestohlenen Kampfimplantate zurück. Leute, das ist hier alles in der Umgebung. Ich bitte euch. Also wäre das nur ein kleiner Hauch von Nebenquest. Ja, so weit, so gut. Ich weiß nicht, hatte Nasha da dann viele Nebenquests? Das Paradies aller Schnäppchenjäger. Ich würde mir die Ware allerdings nicht zu genau anschauen. Warte mal, hier war ein Kampfimplantat drin. So schnell stirbt niemand. Was hast du Schönes? Ja, Maximum 35.000. Verpitze, ey. Verdammt.
Ups. So, hier ist dann die erste Kiste. 1 von 4. Nee. Na komm schon. So, zweite Kiste. Schade, dass wir die nicht ausrüsten können. Ich habe wieder so ein Maximum Credits gerade. Ich glaube, ich werde Abonnent. Das würde einige Probleme auf jeden Fall lösen. Da hinten müssen wir noch hin. Was ist denn das hier? Geheimdepot Blauvier. So, nach Agent Gatlin, lade GFB. Ah, okay. Ich bin jetzt gerade hier unten. Wir können auch gerne hier hochgehen und dann hier lang runter. Das würde auch gehen. Oder so runter. Das würde auch gehen. Na, ja, versuchen wir es erstmal so. Jetzt sind wir mal ein bisschen sneaky. Niki, Niki. 3 von 4. Dann ist garantiert die ab. Hier unten habe ich schon die letzte Kiste gesehen. Vielleicht kommt jetzt auch so ein kleiner silberner Mittelboss. Nö, doch nicht. Egal. Wir müssen springen. Bringt nichts. Ja. Harakiri. Zack, und das war's. Bei was? Nukleus melden? Nukolas? Nukolas, richtig. Nukolas. Ist die Frage, können wir hier überhaupt den Step benutzen? Jawoll! Was? Dann fahren wir mal schnell nach vorne, besiegen dort noch die nächsten zwei. Also machen wir am besten die hier platt. Ja, ja, erstmal nähern hier wieder. So schnell stirbt niemand. Wohin, wohin willst du? Na, Straßenfeger, sehr schön. Jetzt haben wir alles Wichtige schon mal eingesammelt. Hier sieht das nächste Scheiß aus. Vor allem Geheimdepot. Frag mich, wo sie das versteckt haben in diesem Geheimdepot. Weil so geheim sieht er mir nicht aus. Vielleicht Geheimimpo. Wer weiß. Vielleicht sitzt da jemand noch drauf. Und es ist kein Geheimdepot, sondern ein Geheimimpo. Fragen wir Fragen. Stimhändler? Stimhändler. Können wir schon mal Schrott verkaufen? Na komm schon. Zack. Na, seht ihr. Bringt mir eh nichts, aber... Heldenmission. No. Machen wir nicht. Keine Heldenmission erstmal. Hier haben wir noch irgendwas. Ach, die MP-Ladung holen, richtig. Schalte die Swoops aus. Waffenhändler. Wow. Vibro-Schwert. Krass, dass die Vibro-Schwerter schon ein bisschen mehr Schaden machen. Ultra-Vibro-Schwert. Ja, das macht schon ein bisschen besser Schaden. Aber wir brauchen irgendwie diesen Rohling. Ja, ich brauche diesen Rohling, Gottverdammt. Womit ich jetzt sagen kann, okay, alles klar, kein Problem. Ja. 56, Haltbarkeit 200. Naja, hat aber 25 mehr Schaden. Jo. Kein Problem. Kaufe ich mir. So, Inventaros. Dieser Gegenstand kann eine Stunde, drei Sekunden lang nicht zurückgegeben werden. So schnell stirbt niemand. Okay. So, jetzt ist die Frage. Na komm schon. Was? Hä? Wie konnte ich denn das gerade machen? Ach, ich verstehe schon. Das kann man gar nicht ändern. Okay, gut. Lichtschwert. Das ist wahrscheinlich alles nur für die Haupthand, nicht wahr? Haupthand, genau.
Deswegen ist es beides dann nicht so positiv. Ne. Obi-Gobi. Obi-Gobi. Und dann Willkommen brechen. Bei Nurkolas Waffen. Wenn es schießt, sticht, brät oder explodiert, hab ich es auf Lager. Wie ich sehe, habt ihr Barishs Kampfimplantate. Er wird ein glücklicher Hutte sein. Ich muss schon sagen, ich hätte mehr Jedi erwartet, nachdem die kintanischen Könige den anderen abgeschlachtet haben. Mehr als euch haben sie nicht geschickt? Jedi überlassen das Gesetz den zuständigen Behörden. Zuständige Behörden? Auf Nar Shaddaa? Ihr seid gerade erst angekommen, was? Eins ist sicher, der Fels wird nicht glücklich sein, wenn er erfährt, was ihr getan habt. So nennen sie übrigens den Anführer der kintanischen Könige, den Fels. Ihr dürft dreimal raten, warum? Na, muss er etwas kompensieren? Verbrecher klingen gerne härter, als sie sind. In diesem Fall ist das keine Übertreibung. Ich hab ihn mal gesehen und ich wünschte, ich hätte es nicht. Der Fels ist das Einzige, was die kintanischen Könige fürchten. Er ist überall, jederzeit. Leute, die dank Furcht herrschen, haben immer eine verwundbare Stelle. Seid nur vorsichtig, dass ihr keine Lawine auslöst, wenn ihr den Schwachpunkt vom Fels angreift. Sagt mal, wenn wir schon so herzlich und mitteilsam sind, vielleicht können wir ein kleines Geschäft besprechen. Diese Kampfimplantate sind erstklassige Ware. Mit dem Verkauf auf dem Schwarzmarkt könnten wir einen netten Profit erzielen. Was? Nein. Ihr würdet Barish verraten? Ist es eine Angewohnheit von euch, euren Arbeitgeber zu betrügen? Natürlich nicht. Das würde mich umbringen. Ich nehme nur gern einen Profit mit, der sich mir bietet. Ich werde Barish sagen, dass die kintanischen Könige einige Kampfimplantate genutzt haben, bevor ihr sie überfallen habt. Er wird mir glauben, solange ihr nicht widersprecht. Was Barish nicht weiß, bringt ihn nicht um. Und uns wird es reicher machen. Klingt das gut? Bestechung ablehnen, Vogel. Ich gehe mit euch keinen Handel ein. Ganz ruhig. Ich habe nur Spaß gemacht. Hey, seht mal, Barish ist auf dem Holo. Wir haben alle Kampfimplantate zurückbekommen, Boss. Wegi Matako, Nangise. Wir haben einen Holonotruf abgefangen, in dem den kintanischen Königen befohlen wurde, ihren Sklavenmarkt zu beschützen. Sie verkaufen entführte Bürger der Republik. Alles klar, das werde ich gerne beenden. Sklavenhändler aus dem Geschäft zu treiben, ist immer eine Freude. Ihr werdet schnell handeln müssen, Jedi. Einige der Opfer sind machtsensitive Kinder, die hier auf dem Weg zu den Jedi Station gemacht haben. Mich schaudert bei dem Gedanken, was dieser kriminelle Abschaum mit den Kindern vorhat. Solange ich in der Nähe bin, wird kein Unschuldiger zu Schaden kommen. Barish glaubt, dass der Sklavenmarkt der Bande in den Ruinen eines alten Casinos stattfindet. Zeit, das zu beenden. Wir müssen das nicht weiter besprechen. Bitte beeilt euch. Befreit unsere Leute, bevor es zu spät ist. Aber sicher. So, dann werden wir nochmal kurz angucken. 30% deine Beherrschung, 30% lang. Yo, dann nehmen wir das hier und annehmen. Ha! Was ein Zufall, Stufe 37. dann nehmen wir das hier aus. Das wird mich gar nichts mehr ändern, weil wenn wir ein neues Package bekommen... Oh, das muss ich noch wählen. Statistikänderung, zack. Ja. Das macht mich noch schlechter. Das kann auch nach unten. Vielseitige Armierung wird beim Ausrüsten gebunden. Achso, genau. Ah, da steht es ja auch. Rüstungswert 50. Ah. Jetzt weiß ich. Okay, gut. Nein, jetzt haben wir es. Missionsgegenstände? Heldentransport, Rakuul sorgen. Was sind das hier?
EMP-Lähme. Ach so, genau. Und gewährt Zugang zu VIP-Lounge in der Flotte. Dieses Objekt erhält diejenigen, die die Collector's Edition oder die Digital Deluxe Edition von Star Wars The Old Republic gekauft haben. Und Währung. Ja, Währung habe ich eine Menge. Ach ja, es wurde sogar gefragt, so was ich denn vorhabe mit den ganzen Kartellmünzen oder auch generell so. Die Kartellmünzen möchte ich natürlich irgendwann gerne ausgeben im Kartellmarkt. Ja, was ich denn jetzt genau dafür ausgeben wollte, habe ich ja schon mal gesagt. Dafür möchte ich ganz gerne mal ein Lichtschwert kaufen und vielleicht sogar auch Rüstung, ja, Rüstung und auch generell andere Sachen. Ja. Deswegen, ja, wisst ihr Bescheid. So. Hier Gefährten und Kontakte, Missionslochbuch, nein, nein, nein. Wie gesagt, das muss ich mir außerdem auch mal dann alles in Ruhe angucken. Vielleicht können wir dann mal gemeinsam in den Kartellmarkt reinschauen. Vielleicht kennt ihr da auch ein paar gute Sachen. Für die Hardcore-Zocker unter euch, die wahrscheinlich das Spiel schon ein bisschen länger gespielt haben, können wir garantiert auch mal den einen oder anderen kleinen Tipp geben. Und deswegen verabschiede ich mich von euch von dieser Stelle oder an dieser Stelle und bedanke mich wieder fürs Zuschauen und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ciao!